Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Garngemunkel. Die letzte ist eine Weile her, deswegen habe ich eine Menge zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, habt euren Tee oder Kaffee bei euch, euer Strickzeug und freut euch genauso wie ich auf die neue Folge. Erstmal möchte ich mich total bedanken für die vielen Resonanzen, die ich bekommen habe zu meinem Thema Achtsamkeit. Das ist wirklich was, was mich gerade umtreibt. Wie kann ich gut oder besser auf mich selber aufpassen, wie kann ich besser mit mir umgehen, wie kann ich aber eben auch besser mit anderen umgehen, darauf achten, dass es auch denen gut geht. Oft sind es ganz kleine Dinge, auf die man achten kann, die das schon verbessern, die es schon leichter machen. Und mir geht es gerade so, dass ich ganz oft im Nachhinein denke, ach, hat doch die ganze Aufregung gar nicht gelohnt, also versuche ich einfach beim nächsten Mal, mich etwas weniger aufzuregen. Weil im Nachhinein ist es ja dann oft doch nicht mehr so wichtig. Dazu hatte ich auch gestern, ich war auf dem Wollfestival, eine Begegnung der dritten Art mit doch in meiner Wahrnehmung leicht militanten Strickerinnen. Und dazu erzähle ich euch später mehr, wenn ich über das Wollfestival berichte. Ich möchte mich auch bedanken für die vielen super, super netten Kommentare, die ich bekommen habe für meine neue Tasche. Die Britta Kremke von Schmeichelgarne wollte immer, dass ich mich rausbeuge aus dem Bild, um was zu holen. Habe ich jetzt hiermit gemacht, liebe Britta. Ich hoffe, du siehst es auch. Diese Tasche, die ich zuletzt gestrickt habe, die mir wirklich auch nach wie vor gut gefällt, gefällt vielen von euch auch sehr gut. Das freut mich total. Ich hatte die auch gestern mit auf dem Wollfestival und viele haben mich angesprochen. Das ist ja immer echt schön, ne? Also ich bin da auch nicht so abgeklärt, wenn mir jemand sagt, dass er etwas schön findet, was ich gestrickt habe. Das freut mich total, weil natürlich habe ich mir was überlegt dabei. Natürlich stecken da viele Stunden Arbeit drin und wenn es dann auch anderen gefällt, ist es halt echt eines der schönsten Lobe, die man haben kann. Ich bin da aber gerade auch wirklich ein bisschen süchtig nach dieser Stricktechnik, die ich jetzt so ein bisschen global Fair Isle nenne, obwohl das natürlich eigentlich nicht korrekt ist. Fair Isle ist ja eine Insel von den Shetland-Inseln und eigentlich kommt daher diese Fair Isle-Technik. Und Fair Isle ist eigentlich wirklich diese sehr, sehr zweifarbigen Muster, die dann aber oft so in Streifen übereinander sind. Und die Streifen wiederum haben dann viele verschiedene Farben. Also insgesamt sind Fair Isle-Pullover in der Regel sehr bunt, haben eine totale Farbenpracht. Wobei der Mustersatz, den man jeweils strickt pro Musterabschnitt, eigentlich eher immer zweifarbig ist. Was das jetzt hier eigentlich ist, ist eher Stranded Colorwork, also ein englischer Begriff für eben mehrfarbige Stricken. Es gibt auch in Deutsch diesen Begriff Jacquard-Stricken, den benutzt aber keiner. Und irgendwie sagen die meisten eben Fair Isle und meinen damit eben mehrfarbige Stricken, obwohl es nicht ganz korrekt ist. Auf der anderen Seite denke ich, ja, das ist eben auch Sprache, dass Begriffe dann sich umdeuten oder die Bedeutung erweitern. Also da muss man jetzt nicht so kritisch sein. Stranded Colorwork ist einfach so ein Begriff, den kennt keiner. Und Fair Isle hat sich irgendwie schon mal eingebürgert. Ich muss mal eben meinen Kaffee umrühren. Ich habe es mir nämlich auch gemütlich gemacht, weil ich schon ahne, dass es heute eine längere Folge wird. So, ich bin also gerade ein bisschen im mehrfarbigen Stricken-Wahn und möchte eine Anleitung schreiben, damit ihr euch diese Tasche auch selber nachstricken könnt und habe dafür ein Muster entworfen. Und das würde ich euch gerne mal zeigen. Ich mag es ja eher grafisch und nicht so mit Blumen und Engelchen und Pferden und deswegen ist auch das Muster, was ich jetzt entworfen habe für die neue Tasche, grafisch. Schaut mal hier. Mir gefällt das ganz gut, das ist so ganz cool. Es ist so eine Wellen-Zickzack-Muster, die sich dann aber immer so in quadratischen Blöcken organisiert. Und das ist so eine Farbkombination, das ist so ein Aqua und so ein dunkles Orange. Das habe ich auch wieder gestrickt aus der Drops Alpaka, die sich wirklich gut dafür eignet, weil die so eine Alpaka-Schurwolle-Mischung ist und die so ein ganz bisschen anfängt mit der Zeit zu filzen, was die Optik nochmal erhöht. Ihr seht hier auch, das hat noch so ganz kleine Unregelmäßigkeiten im Strickbild, abgesehen mal von dem Faden, der jetzt hier rumhängt. Schaut mal, wenn ihr genauer hinguckt. Ne? Das ist nicht hundertprozentig perfekt. Das ist auch okay, das wird sich verlieren, wenn das Ganze erstmal weiterverarbeitet ist. Man muss nämlich so mehrfarbiges Patent, ey, jetzt rede ich schon total Blödsinn. Man muss also so zweifarbiges Stricken oder mehrfarbiges Stricken unbedingt in so einem Essigbad entspannen, damit es wieder so ein bisschen sich entspannen kann und danach wirklich gespannt, leicht gespannt trocknen. Und dann ist das Maschenbild super.
Eine Bekannte von mir, die auch bekennende Fair-Altstreckerin ist, die dämpft ja immer alles und sagt, nach dem Dämpfen sieht das super aus. Ich bin ja nicht so der Freund vom Dämpfen. Ich finde, das macht immer so ein bisschen das Volumen sehr platt. Und deswegen werde ich erstmal versuchen, ohne Dämpfen auszukommen. Also, das wird auf jeden Fall ein Taschenmuster sein, das ihr nachstricken könnt. Und ich habe schon die nächste Tasche angefangen. Ich bin wirklich gerade ein bisschen manisch. Und dachte, Lila ist ja total im Kommen. Ich habe ganz viel Lila in den Anfang der 90er auch getragen und gehabt. Da war das mal so unglaublich in, dass ich danach dann dachte, in meinem Leben wird Lila nicht mehr stattfinden. Und zack, alles kommt ja wieder. Schon bin ich wieder bei Lila. Und da habe ich jetzt nochmal dieses Muster. Da wollte ich durchaus so ein bisschen nostalgischer werden. Das sollte so, ja, durchaus in Richtung, ich sag mal, Mary Poppins Tasche gehen, also so ein bisschen Old-Fashioned Look haben. Und das Muster hier in der Farbkombination gefällt mir auch total gut. Da ist die Tasche jetzt zur Hälfte fertig. Achso, vielleicht zeige ich euch mal die Rückseite. Weil das Wichtigste beim Vereilstricken, Stranded Colorwork Stricken, ist, dass man die Fäden immer schön mitnimmt und verwebt. Dass da eben keine Fäden hier rumhängen irgendwie, sondern dass man die immer schön mitzieht, weil das ist wichtig, damit es keine Löcher im Maschenbild gibt, das Maschenbild aber trotzdem elastisch ist und nicht eben total fest und steif. Ja, aber wenn ich dazu eine Anleitung schreibe, werde ich natürlich auch ein YouTube-Video dazu machen, wie ihr das am besten strickt. Es gibt ja auch ganz viele Optionen, wie man da diese zwei Fäden hält. Und ich habe mich damit jetzt nochmal intensiv beschäftigt. Das ist am Anfang wirklich hakelig und da muss man sich ein bisschen durchbeißen. Aber irgendwann kann man fast normal vom Tempo her stricken, wenn man es erstmal raus hat, wie man das mit der Fadenhaltung macht. Ich habe beide Fäden über meinem Zeigefinger. Es gibt ja auch die Technik, dass man einen Faden links, einen Faden rechts hat. Ich habe überhaupt keine großen Erfahrungen mit britisch Stricken. Von daher ist dieses Fadenwerfen für mich eher verlangsamt die ganze Geschichte. Und dann habe ich zwischendurch versucht mit einem Faden auf dem Zeigefinger, einem Faden auf dem Mittelfinger. Das ging auch, aber für mich ist am besten die Technik, beide Fäden auf dem Zeigefinger zu haben. Da komme ich am besten vorwärts und ich habe einfach im Zeigefinger, der ist einfach am besten trainiert, den Faden irgendwie ein bisschen zu führen, dass ich einfach weiß, wo ich den brauche fürs Stricken und das ist für mich das Beste. Zeige ich euch aber in einem extra Stranded Colorwork, mehrfarbig Stricken, Jacquard, Vereil, Fadentechnik, Video, das ich demnächst mal aufnehme. Ja, das dazu. Ich habe aber noch andere Sachen gestrickt, das ist ja wirklich eine Weile her und ich war ein bisschen unterwegs. Und zwar gibt es das Häkelbüro in Köln, das hat die Daniela Warndorf. Und das ist eigentlich mal ursprünglich ein Blog gewesen. Daniela ist nämlich eigentlich Journalistin. Dann hat sie einen Shop gegründet und einen Online-Shop und jetzt irgendwann vor, ich glaube inzwischen schon 2 Jahren, auch ein Büro aufgemacht in Köln. Eigentlich ist das nur der Online-Shop ausgelagert, damit sie das eben nicht in den eigenen 4 Wänden im Keller macht, sondern eben auch einen Ort hat, wo sie sagt, da gehe ich hin zum Arbeiten und es gibt einen Ort, da ist mein Privatleben. Aber weil natürlich dieser Laden auf einer ganz normalen Einkaufsstraße in einem süßen Vorort, einem süßen Stadtteil von Köln ist, kommen immer Leute und klopfen und wollen natürlich auch Wolle kaufen. Und jetzt hat sie angefangen, auch immer samstags oder an vielen Samstagen aufzuhaben, freut sich eben auch, Kundenkontakt zu haben und zu quatschen und auch ein paar Sachen zu verkaufen. Aber ja, Hauptgeschäft ist schon der Online-Shop. Und da sie auch immer bloggt über die Sachen, kriegt man auch immer sehr schön mit, was es Neues gibt, was in ihrem Shop eingezogen ist. Und Daniela macht das wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Der Blog heißt gemachtmitliebe.de, kann man sich auch einfach merken. Und ja, ihr Büro nennt sie halt Häkelbüro, weil sie eigentlich vom Häkeln kommt. Und Asche auf mein Haupt, den Laden gibt es seit, ich glaube, 1,5 oder 2 Jahren schon und ich habe es bisher nicht geschafft gehabt, da mal vorbeizugehen. Und da besuche ich alle möglichen Wollgeschäfte überall in Deutschland, fahre sonst wohin, um mir irgendwelche Outlet-Stores anzugucken und über Wolle zu berichten. Aber hier vor Ort in Köln habe ich es noch nicht geschafft gehabt. Das habe ich aber letztens mal geändert und habe dann die Daniela besucht, weil ich gelesen hatte, wirklich morgens, samstags spontan. Heute ist offen bei mir und habe ich gedacht, oh, ich fahre mal hin und habe die Kamera eingepackt, damit ich euch ein paar Sachen zeigen kann. Und dann habe ich gedacht, ach, es wäre auch vielleicht mal eine Idee für ein neues Format. Und ich habe Daniela einfach mal 3 Fragen gestellt. Und was die Daniela zu den 3 Fragen sagt, das seht ihr jetzt hier.
Ich bin Daniela, ich bin Inhaberin hier von Gemacht mit Liebe. Das ist ein Online-Shop für schöne Wolle und auch für handgefärbte Garne aus meiner eigenen Färbeküche. Online-Shop, den gibt es seit 2015 und seit letztem Jahr mache ich auch hier einen kleinen Laden. Also einmal pro Woche gibt es ja Ladenbetrieb. Und das Besondere ist, dass es aus einem Blog heraus entstanden und war eigentlich gar nicht so geplant, das so zu machen. Ich arbeite gerade zusammen mit der Caro, das ist meine Mitarbeiterin und die ist auch eine ganz tolle Strickdesignerin, an einem Projekt. Das war bisher ein bisschen geheim, aber jetzt kann ich eigentlich schon ein bisschen was verraten. Wir sitzen daran, aus verschiedenen Garnen von BC, die ich ja bei mir im Shop auch habe, Strickjacken zu entwickeln in verschiedenen Größen. Und der Clou ist, die passt sowohl mir als auch einer Frau mit einer Größe 36, weil wir das so machen, also die Anleitung so machen, dass das halt komplett anpassbar ist an jeden Körper. Das ist die andere Variante aus der BC Similar in einer kleineren Größe, ich glaube 36, 38. Und die hat eben auch die Caro designt. Und die Caro findet ihr übrigens bei Instagram unter dem Namen Yarn & Stashing. Schaut einfach mal vorbei, weil die hat wirklich ein sehr gutes Händchen für Designs und für Farben. Ich habe die Woche ganz viel neue Wolle bekommen und da war unter anderem von Manos del Uruguay waren die Silkblend Fino Minis mit dabei. Das sind so kleine Sets mit jeweils 5x20 Gramm und da gibt es halt ganz tolle Farben. Die beziehe ich von Schmeichelgarne und hier könnt ihr nochmal gucken. Also ich finde die Farbkombi sehr schön. Ich bin echt kein Typ für Rosa, aber in dem Fall finde ich die Zusammenstellung ganz toll. Und Anleitung gibt es dazu auch, also bei mir im Shop noch nicht. Aber ihr könnt mal gucken bei strickanleitungen-online.de. Das ist auch ein Portal von Schmeichelgarne. Da gibt es ganz viele tolle Anleitungen, die man sich da kaufen kann und herunterladen kann. Also ich würde es gar nicht so negativ formulieren. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, über die Frage, was ich wirklich doof finde. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich finde nur ein bisschen schade. Ich bin ja schon sehr lange auf Instagram dabei und ich stelle halt so fest, dass das halt immer mehr so eine Selbstmarketing-Inszenierungsgeschichte geworden ist und auch gerade jetzt im Stricken, das war eigentlich früher so ein bisschen gemütlicher und netter und das wird halt jetzt momentan immer mehr so ja, inszenierter. Also man sieht halt Fotos, die halt auch in Magazinen so zu sehen werden und ich fände es halt schöner, wenn das so ein bisschen echter wäre, lebendiger und auch mehr so aus dem Alltag, also nicht so inszeniert wäre. Da würde ich mich drüber freuen. Das war Daniela mit ihren drei Fragen, die sie jetzt relativ spontan beantwortet hat. Mir hat ihr Laden und ihr Shop echt gut gefallen. Sie hat eine sehr, sehr persönliche Auswahl, was ich toll finde, weil man das in der Beratung auch merkt, dass sie die Sachen, die sie verkauft, auch wirklich alle selber schätzt und mag. Und sie hat ein gutes Händchen für auch Accessoires, Zubehör, die man sonst nirgendwo bekommt. Also der Gemacht mit Liebe Shop lohnt sich auf jeden Fall. Und eine Sache, die es bei ihr jetzt gerade auch neu gibt, die würde ich euch gerne jetzt zeigen. Nämlich die neue Premium-Sockenlinie von Schachenmeier. Die habe ich schon auf der H&H im März dieses Jahres, war ja die H&H, wo immer die ganzen Neuigkeiten von den ganzen Wollfirmen vorgestellt werden, habe ich die Wolle schon kennenlernen dürfen und durfte auch schon Knoll mitnehmen. Und jetzt ist sie regulär am Markt. Die gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Ich habe jetzt nur zwei hier. Das ist einmal die Merino Yak von Schachenmeier Regia Premium. Man erkennt das auch immer Premium an diesem kleinen Krönchen obendrauf. Das finde ich auch sehr süß. Ist also auch, finde ich, ganz liebevoll gestaltet. Die Merino Yak hat 58% Wolle, 28% Polyamid und 14% Yak und ist bei 30 Grad waschbar, hat eine klassische Sockenlänge, Lauflänge von 400 Metern für ein paar Socken, sind also hier 100 Gramm. Dann gibt es noch von dieser Linie die Alpaka, die habe ich aber nicht, weil die sehr, sehr weich und kuschelig ist und das ist nicht so meins für Socken, die ist auch dicker. Die ist aber super geeignet für Sofasocken, also wer auf sowas steht, sollte sich die angucken. Mein absoluter Favorit allerdings ist die Silk Schachenmeier. Moment, ich muss kurz die Kamera hier scharf kriegen. Ja, das ist die Schachenmeier Silk. Die besteht zu 55% Wolle, 25% Polyamid und echt 20% Seide ist hier drin. Und ja, die hatte ich schon auf der H&H kennengelernt, die ist wirklich, wirklich schön. Ich habe beide auch verstrickt. Hier seht ihr einmal die
warte mal. Habe ich jetzt gerade? Ja, ich mache mal eben ein Sockenbrett rein. Ja. Dann kann man es besser erkennen. Also an der Jacke mag ich ja, dass die so matt ist von den Farben. Also dieses typische, was man eben von Jackwolle auch kennt, dass die Farben ein bisschen gedeckter sind. Das gefällt mir total gut. Auch die Farbauswahl, das ist kuschelig hier rum, ne? Ja. Auch die Farbauswahl, die es da gibt, gefällt mir total gut. Hier habe ich nochmal die Anleitung Unicurves nachgestrickt, die mir wirklich gut gefällt, die man schön auch toe-up stricken kann. Ich stricke ja am liebsten meine Socken toe-up. Verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox die toe-up-Socken. Und ja, die gefällt mir wirklich total gut. Diese Wolle, auch die verschiedenen Farben, die es da gibt, sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe auch die Silk verstrickt, diese hier, auch in der richtigen Farbe. Und zwar, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nichts Falsches, ja. Und zwar seht ihr den hier. Den habe ich ganz stinomäßig gestrickt, toe-up-mäßig, also meine Sockenanleitung von unten nach oben. Die mag ich halt sehr. Und ja, ich finde es wirklich vom Strickbild sehr schön. Ich finde den leichten Glanz, den diese Seide damit bringt, sehr, sehr schön und auch sehr schön zu tragen. Also echt ganz, 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 ganz tolle Wolle. Was ich aber nicht glauben konnte, ist, dass hier drauf steht, bei der Silk, nur bei der Silk, ganz wichtig, dass man die bei 30 Grad waschen kann und dass man die in den Trockner werfen kann. Moment, wo sind wir? Ne, 40 Grad sogar. Also wenn ihr hier guckt, 40 Grad waschbar und Trockner geeignet. Konnte ich mir nicht vorstellen, habe ich gedacht, okay, dann dieser Socken hier bleibt draußen und den zweiten davon wasche ich bei 40 Grad und schmeiße in den Trockner. Und jetzt zeige ich euch den zweiten Socken. Und ihr seht wirklich, es ist kein Unterschied. Der ist wirklich 40 Grad waschbar und unfassbarerweise Trockner geeignet, obwohl da 20% Seide drin sind. Also Schachmeier, ich bin echt Fan, da habt ihr wirklich was Cooles, Gutes gemacht. Und 100 Gramm von der kosten 12,95 im Einzelhandel, glaube ich. Ich glaube, das war der Preis, wenn ich mir richtig gemerkt habe. Und die ist so weich und so schön. Ich bin mir ganz sicher, dass die ersten Menschen anfangen werden, daraus Tücher zu stricken, weil es ist wirklich fast zu schade. Das ist als Socken wirklich dann vielleicht geeignet, wenn man ein tolles Geschenk machen will. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und da kommen wir jetzt wieder zu Daniela. Die hat nämlich in ihrem Gemacht mit Liebe Shop die ganzen Premium-Sockengarne von Schachenmeier ganz frisch da. Da könnt ihr also gerne mal stöbern und vielleicht bei Daniela das eine oder andere Knäuel bestellen. Dann freut sie sich. So, das dazu. Ja, dann habe ich auch, wir hatten ja nur unfassbare Hitzewelle und ich bin echt kein Wärmemensch. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Alles über 30 Grad finde ich wirklich eklig. Trotzdem war ich bei meiner lokalen Wolldealerin, Laura's Wollladen, wo ich halt ganz oft bin. Man hat ja immer so sein eines Wollgeschäft. Und habe mir so die neue Ware angeguckt, die neue Winterware, die da jetzt so eingetroffen ist. Und mich spontan verliebt und musste was mitnehmen. Und habe dann bei 35 Grad erstmal ordentlich Tweed-Wolle gekauft. Das ist Only Tweed von Lana Grosser und da war ich wirklich geflasht von den Farben, weil so blaue Tweedwolle mit so Einsprengseln fand ich echt schick. Die ist zusammengesetzt aus 76% Schurwolle, filzfrei, 5% Seide, ich bin gerade auf dem Seidentrip, 16% Polyacryl und 3% Viskose und die ist wirklich für eine Tweedwolle extrem kuschelig, extrem weich. Hat mir echt gut gefallen und ich habe dann auch bei 35 Grad gnadenlos gleich angefangen zu stricken und gedacht, ich stricke mir mal einen Pullover und habe den gleich rund gestrickt. Deswegen ein ganz einfacher Stino-Pullover, wie ihr hier seht. Vorder- und Rückenteil sind fertig. Ja, ich finde eben auch, dass diese Einsprengsler wirklich im Strickbild
echt schön aussehen. Das ist ein bisschen, sieht optisch ein bisschen auch durchaus robust aus, ist aber wirklich ganz weich. Mein kleines Problem ist, dass mir das als Pullover jetzt nicht mehr gefällt. Entsprechend werde ich den wohl wieder bis zu den Armausschnitten aufmachen und überlege, ob ich dann eben so eine Stranded Colorwork Passe dran mache. Und dann finde ich, muss es auch eine Jacke werden. Das heißt, ich überlege dann, den Pullover zu steken und aufzuschneiden, weil ich nicht nochmal stricken will. Also in der Mitte einfach zu sichern und aufzuschneiden. Die Norweger sind da ja auch ziemlich hart im Nehmen, ihre Strickstücke aufzuschneiden. Und das würde ich euch beim nächsten Video dann zeigen oder beim übernächsten. Mal gucken, ob ich dazu komme, ob das geklappt hat. Könnt ihr also schon mal mit mir zittern und bangen, wenn ich die Schere ansetze an meinem Tweed-Wollpullover, der eine Jacke werden soll. So, dann, was habe ich noch? Ah ja, ich hab noch eine Buchempfehlung für euch. Und zwar gibt es ein Buch Japanese Knitting Stitch Bible mit 260 Mustern aus Japan. Und irgendwie habe ich das total drauf. Inzwischen ist es auch auf Deutsch entschieden, also ähnlich wie das Alternitz Buch von der Andrea Rangel, aus dem ich mein Taschenmuster habe, ist auch dieses Buch inzwischen auf Deutsch entschieden. Und was mir an diesem Buch, ich packe euch mal den deutschen Link davon unten in die Kommentarbox, was mir an diesem Buch und an der Mustersammlung total gefällt, ist, dass es halt relativ komplexe Muster sind. Also es ist wirklich kein Buch, wo man halt so ein Muster über vier Reihen und das war's dann mitgeteilt bekommt oder gezeigt bekommt, sondern es sind wirklich ganz oft Muster, die einfach über längere Mustersätze gehen. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Gerade im hinteren Teil des Buches sieht man dann auch Musterkombinationen, die also für sich genommen quasi schon ja, eine komplette Strickjacke sein könnten, wenn man das auf dem Vorderteil fortführt. Und ich finde schon, dass da so ein paar sehr durchaus auch eigenwillige Kombinationen bei sind, die mir sehr gut gefallen und oft auch sehr feine Muster, was ich eben auch sehr, sehr schön finde. Hier zum Beispiel dieses Blaue, das ist ja ein sehr, sehr feines Muster und macht dann alles, was vielleicht in Richtung, bei Trachten ist es ja oft eher gröber, also man hat so einen Zopf über sechs Maschen und dann werden halt drei davon verkreuzt. Hier ist es oft auch doch mal nur eine Masche, die dann eben rechts verschränkt verstrickt wird und dadurch irgendwie eine Prominenz bekommt. Oder hier. Also sicherlich nur was für Leute, die gerne nach Chart stricken und die es auch durchaus mögen, wenn es ein bisschen aufwendiger und anspruchsvoller ist. Aber das gefällt mir schon wirklich total gut, das Buch. Ist auch selbst die japanische Variante ist wirklich einfach nachzustricken, weil die Zeichen alle ganz klar erklärt sind vorne. Das versteht man also alles. Und ja, als Ideenratgeber, wenn also jemand Lust hat, mit einer schönen Wolle, die er hat, einfach mal loszustricken und sich selber was auszudenken, ist das wirklich, das ist auch hier total schön. Finde ich, ist das wirklich ein echt, echt tolles Buch, tolle Inspiration und 260 verschiedene Muster ist ja auch echt eine Hausnummer. Also, gefällt mir total gut, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Hier nochmal so die Startseite mit ein paar Farben. Wer also auf solche Zopftechniken und Ajourtechniken steht, ist bei dem Buch sicherlich gut beraten. Muss ich wieder meinen Spickzettel holen? Ja. Dann ist es ja so, dass ich auch super gerne andere Blogger-Videos gucke, ihr wahrscheinlich auch. Ihr habt wahrscheinlich auch eine ganze Playlist mit Kanälen, denen ihr folgt. Und da folge ich unter anderem auch der Iris von Julimond strickt wieder. Iris ist eine sehr, sehr herzliche Frau, die frisch von der Leber quasi aus ihrer Wohnstube, ich weiß gar nicht, ob sie in der Wohnstube aufnimmt, auf jeden Fall direkt vom Küchentisch weg, sage ich mal, einfach so erzählt, was sie strickt. Hat auch eine sehr, sehr lange Strickkarriere hinter sich, ist sehr versiert, kennt sich also wirklich sehr, sehr gut aus mit Wolle und Qualitäten und ist so vom Format her quadratisch praktisch gut. Das heißt, die weiß eben auch, wie man Anleitung anpasst, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen anders gebaut ist als die Größe 38 Models in den Strickzeitschriften. Und ja, die bloggt darüber.
und ist auch eine echt emsige Strickerin. Da hast du echt in jedem Video immer was Neues. Die hat mich angefixt. Es ist ja gerade so ein bisschen so ein Virus auf Instagram, dass alle Menschen sich so Einkaufsnetze stricken, häkeln. Und die Iris war da auch ein bisschen angefixt von, wollte aber ein bisschen was anderes machen und hat dann in ihrem Fundus eine Anleitung gefunden für einen Duffelbag und den hat sie nachgestrickt und das hat sie in ihrem Video gezeigt. Das hat mich dann wiederum angefixt und dann musste ich den auch nachstricken. Das ist dieses Teil hier. Oben ist ein Henkel dran, dann hat man quasi hier so, geht das an zwei Seiten auf und dann ist das ein relativ großer Beutel. Gestrickt ist der in der Modulartechnik, das heißt, du strickst immer so Quadrate. Hier unten beim Boden kann man das ganz gut sehen. Du strickst immer ein Quadrat und dann setzt du an dem Quadrat das nächste Quadrat an. Also schlägst halt dann an der Kante wiederum, nimmst aus der Kante her die Maschen wiederum auf und strickst dann das nächste Quadrat dran. Und nimmst immer in der Mitte quasi, nimmst also quasi diese Maschen hier, hoppala, diese Maschen und diese Maschen hier nimmst du auf und weil du dann in der Mitte immer zusammenstrickst, entsteht halt hier diese Diagonallinie und dadurch wird es ein Quadrat. Beim Boden machst du das wirklich vollflächig und hier oben bei den Löchern lässt du halt immer einen Teil des Quadrates weg, dadurch entstehen diese Löcher. Mir gefällt die Tasche sehr, sehr gut, weil die halt auch wieder so was Grafisches hat, was ich ja immer sehr mag. Die ist rechts kraus gestrickt, das heißt, sie strickt sich auch wirklich eigentlich schnell weg. Hat das auch schnell raus mit dem Aufnehmen der Maschen. Das geht wirklich gut. Auch hier oben diese Lösung mit dem Griff, das wird so einzeln gestrickt und dann verbunden. Gefällt mir auch gut. Das ist wirklich sehr, sehr clever überlegt. Allerdings muss ich sagen, zwei Punkte gibt es für mich, die sind echt zu kritisieren in der Tasche. Zum einen, die Angabe für den Griff sind lächerlich gewesen. Das waren irgendwie 150 Maschen, sollte man da aufnehmen. Das habe ich gemacht. Dann hatte ich so einen Taschengriff dran, mit dem ich mich dreimal hätte erwürgen können. Habe ich alles wieder aufgetrennt und habe dann nur noch 50 Maschen genommen oder 60, glaube ich. Also wirklich 100 weniger als in der Anleitung standen. Und jetzt finde ich, ist es eine vernünftige Größe, weil man ja das hier auch noch hat, um sich das über die Schulter zu hängen. Und das ganze Ding ist eben auch wirklich relativ groß. Ich habe das aus einer Wolle gemacht, die ich halt hier noch rumliegen hatte. Das ist jetzt so eine Alpaka-Wolle gewesen, auch sicherlich nicht das bestgeeignetste, weil sie sich doch sehr zieht und sehr dehnt. Also schwerere Sachen würde ich damit nicht einkaufen. Aber ich dachte, um so Wolle einzukaufen zum Beispiel, wäre das absolut machbar und denkbar. Ja, Anleitung verlinke ich euch unten in der Box. Die Anleitung an sich ist relativ teuer, finde ich. Die kostet irgendwie über 7 Dollar. Man kann sich aber auch das ganze Heft kaufen. Da gibt es auch den Link auf der Ravelry-Seite. Da ist man dann bei 9 Dollar, hat aber eben noch ein paar mehr Anleitungen. Und die Technik Modular Knitting, wer das noch nicht gemacht hat, wenn man das einmal gelernt hat, ist das wirklich auch ganz spannend, um Wollreste zu verarbeiten. Weil man könnte natürlich diese ganzen Quadrate auch bunt machen. Also du hast ja quasi immer ein Quadrat und dann wäre das eben nicht wie hier alles Uni, sondern jedes Quadrat hätte eine andere Farbe und da könnte man auch eine sehr schöne Wollreste-Tasche draus machen oder eben mit Modular Knitting kann man eben wirklich auch Tagesdecken, alles Mögliche stricken. Wer diese Stricktechnik noch nicht kennengelernt hat, die ist relativ einfach und macht dann auch echt Spaß. Ja, dann würde ich gerne noch ein bisschen was von Off-Topic erzählen. Ich arbeite ja für eine Kölner Firma und wir haben jetzt quasi ein zweites Büro aufgemacht in Kiel. Und jetzt bin ich relativ häufig doch in Kiel, also sprich so mindestens einmal im Monat und dann immer mindestens für eine Woche. Entsprechend gucke ich mir natürlich in Kiel auch die Wollgeschäfte an, aber auch die Kieler Umgebung. Und es gibt in meiner Familie so eine, ja, ich sag mal Legende, weil ich habe das natürlich als Kind aufgeschnappt, meine Eltern leben beide nicht mehr, deswegen konnte ich das jetzt nicht nochmal nachfragen, aber als Kind hieß es immer, mein Großvater von der Seite meines Vaters sei im Zweiten Weltkrieg im U-Boot ertrunken. Und in Laboe steht das Marine-Ehrendenkmal, das ist so ein Riesenturm und ein sehr, sehr großes Gelände mit einer auch Ehrenhalle. Und da bin ich hingefahren und habe mir das mit meinem Mann zusammen mal angeschaut. Und dort gibt es ein Buch, in dem die Namen aller Gefallenen aufgelistet sind. Das ist aber verschlossen, das sieht man nur so hinter Glas. Dann habe ich dort mit den am Einlass mit der Dame gesprochen und die hatte dann wirklich einen Schlüssel und war auch vorbereitet. Das ist, also kommt wohl durchaus öfter vor, dass Menschen fragen,
Dann zog sie sich so weiße Handschuhe an und hat gesagt, in welchem Namen sie denn suchen soll. Und habe ich ihr gesagt, ja, sie soll doch mal gucken nach Duit und wollte von mir einen Vornamen wissen und ein Geburtsdatum. Wusste ich alles nicht. Ist wirklich, also mein Großvater ist gestorben 5 Monate nach der Geburt meines Vaters, also völlig außerhalb meines Erfahrungshorizontes. Und dann blätterte die Frau durch dieses wirklich sehr dicke und auch sehr ehrwürdige Buch und kam dann irgendwann bei D an und suchte und suchte und hat dann wirklich meinen Großvater gefunden, weil ich nicht mal den Vornamen wusste. Jetzt weiß ich, dass er Goerg Duit heißt. Musste ich auch nachgucken. Goerg ist wohl im Friesischen ein Vorname gewesen. Ja, und mein Großvater ist wirklich 5 Monate nach der Geburt meines Vaters am 3. Dezember 1942 gestorben. Und er war Heizer. Das konnte man dem Buch entnehmen. Also er war nicht Soldat oder Matrose, sondern er war Heizer. Und dann hatte die Dame noch ein zweites Buch, wo sie quasi nach dem Todesdatum gucken konnte, was gab es da für historische, militärische Ereignisse. Aber für den 3.12.1942 hat sie nichts gefunden. Also da gab es jetzt keine Versenkung eines U-Bootes. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich auf dem U-Boot war. Das ging eben aus dieser... Das ging aus diesem Buch nicht hervor. Und dann hat sie mir eine Visitenkarte gegeben, wo man bei einer Behörde quasi eine Nachforschungsanfrage stellen kann. Das habe ich dann gemacht online. Da musste man angeben, ob man bereit wäre, auch ein bisschen was zu bezahlen. Habe ich gemacht. Habe alle Daten, die ich hatte, eingegeben. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, dass meine Suchanfrage eingegangen ist. Dass es aber auch über 12 Monate dauern kann, bis ich eine Antwort bekomme, weil das einfach eine sehr kleine Behörde ist mit ganz vielen Anfragen. Und das dauert eben, bis man da an der Reihe ist. Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt und habe schon gemerkt, das hat mich schon ein bisschen berührt, weil da steht plötzlich der Name meines Großvaters, ohne den es mich nicht gäbe, in so einem Buch in Kiel heute. Ich habe aber überhaupt keine Erinnerung an den. Ich natürlich nicht, der ist ja weit vor meiner Geburt gestorben, aber auch mein Vater hatte eben keine Erinnerung an ihn. Entsprechend hatte er auch nichts, was er mir erzählen konnte. Also es gibt auch keine Geschichten über diesen Menschen. Ja, jetzt war mitten in der dramatischen Geschichte gerade das Akku meiner Kamera alle. Musste ich kurz wechseln, jetzt bin ich wieder da. Ja, also wie gesagt, das war für mich schon sehr anfassend, plötzlich so Familie wahrzunehmen, von der ich zwar grob wusste, dass es sie gibt, zu der ich aber gar keine Assoziation hatte und habe. Und bin jetzt wirklich doch gespannt, was ich da über die Anfrage bei diesem Amt noch über meinen Großvater erfahre. Ich lasse es euch wissen. Ja, dann noch etwas off-topic. Ich habe in Kiel ein bisschen geshoppt und habe da Skechers gekauft. Das ist so eine Turnschuhmarke, für die Britney Spears Werbung macht. Was habe ich mit Britney Spears zu tun? Gar nichts, da gibt es echt keine Schnittmenge. Aber ich fand die einfach schön. Und was ich an denen vor allen Dingen ganz schön fand, mach mal gerade ein bisschen heller. So, was ich an denen besonders schön fand, ist, dass der Stoff quasi gestrickt ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Mal gucken, wenn die Kamera hier scharf zieht. Ja. Ihr seht, ne, das sind so Grau-Melange und das ist ganz kleine Maschen. Das ist also wirklich so eine gestrickte Stoffstruktur. Das muss man als Stricker natürlich haben. Ne? Abgesehen davon sind die super bequem. Die haben innen drin noch so extra so ein Memory Foam, nennt sich das Ganze werbetechnisch. Also einfach eine sehr weiche Innensohle. Kann man wirklich den ganzen Tag mit rumlaufen. Verlinke ich euch auch unten. Kann ich euch wirklich empfehlen. Sind also erstens bequem und zweitens sind sie halt gestrickt. Ja, was habe ich noch? Wollfest. Ja, ich glaube, dann sind wir beim Wollfest. Wollfeste sind ja immer absolute Highlights. Ne? Das im Prinzip bedeutet das ja, dass ganz viele Aussteller, in der Regel Handfärber, mal an einem Ort zusammenkommen, ihre Ware präsentieren und alle Wollverrückten, Wollbegeisterten dahin rennen und sich freuen, endlich mal ihre Handfärber persönlich kennenzulernen, Wolle anzufassen, aber eben auch andere Wollverrückte kennenzulernen und zu treffen. Und ich finde, das ist ja wirklich nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendeine Eigenschaft, ein Hobby, vielleicht auch eine Erkrankung habt, mit der ihr alleine seid, die also eher selten ist, dann ist das ja manchmal schwer auszuhalten, dass niemand sonst auf Wolle steht, dass niemand sonst vielleicht gerade eine bestimmte Erkrankung hat oder laktoseintolerant ist.
was auch immer. Und ich selber kenne das bei mir auch. Also für mich war das dann in den 80er Jahren irgendwie so zu erkennen, ich bin schwul und zu denken, es gibt sonst auch keinen anderen auf der Welt. Daher weiß ich das sehr gut, wie erleichternd das sein kann, irgendwann festzustellen, du bist nicht alleine. Und so dramatisch meine ich das jetzt gar nicht bei dem Woll-Festival, aber es geht in die Richtung. Also so einen Tag zu verbringen und man trifft nur Leute, für die Wolle auch einfach eine Bedeutung hat. Ihr kennt das ja sicherlich auch. Ihr kommt irgendwo nach Hause oder in Freunden, die mit Stricken nichts zu tun haben und zeigt neue Wolle, seid begeistert über eine Qualität und erntet eher ratlose Gesichter, weil ihr so merkt, der andere kann damit gar nichts anfangen, beziehungsweise ist womöglich auch noch entsetzt, was ihr dafür ausgibt an Wolle. Ja, und auf so einem Wollfestival ist das ja wie weggewischt. Alle sind irgendwie total begeistert von Wolle, lieben Qualitäten, lieben Farben. Den meisten ist auch relativ drissegal, was es dann kostet, ne? Also einfach dieser Moment der Gemeinschaft ist ja schon echt was Schönes. Für mich war das erste Wollfestival, seit ich jetzt als Blogger auch vor die Kamera trete. Ich habe ja schon länger meinen YouTube-Kanal, aber habe ja angefangen mit so Anleitungsvideos, wo man nur meine Hände immer gesehen hat. Und das war für mich jetzt auch ganz schön, von so vielen Leuten angesprochen zu werden, die mir dann einfach gesagt haben, hey, sie gucken mich und es macht ihnen Spaß und es gefällt ihnen oder sie mögen halt meine Hörbuchtipps zum Beispiel besonders gerne. Und ja, das ist einfach schön. Also ich meine, jeder kriegt ja gerne ein Kompliment, ein paar warme Worte für das, was er tut. Ihr macht das ja sowieso schon immer sehr, sehr oft bei euren Kommentaren. Das freut mich auch. Ich lese wirklich jeden Kommentar und freue mich darüber. Und so war das eben bei diesem Woll-Festival gestern auch. Das findet an zwei Tagen statt, gestern und heute. Und wird organisiert von der Daniela Johannesova. Die kennt ihr vielleicht von ihrem Maschenkunstgeschäft und ihrem Maschenkunst-Online-Shop. Und ich muss jetzt echt mal die Gelegenheit auch nutzen. Daniela wuppt das wirklich alleine in Personalunion. Die hat sicherlich Unterstützer, Freunde, die ihr helfen. Aber eigentlich ist es eine One-Woman-Show. Das Woll-Festival gibt es schon einige Jahre. Das war vorher immer in Köln. Dieses Jahr hat sie es zum ersten Mal nach Düsseldorf verlegt, weil die Kapazitäten in Köln einfach nicht mehr gereicht haben und weil die Location auch so ein paar Punkte hatte, die nicht ganz perfekt waren. Und deswegen ist sie jetzt nach Düsseldorf ausgewichen und das war wirklich großartig. Der Raum war toll, ein großer, lichtdurchfluteter Raum. Ich zeige euch hier mal ein paar Bilder. Super Fensterfront, man guckt direkt auf den Rhein. Es war natürlich auch gestern Traumwetter. Die Halle war klimatisiert, was wirklich auch viel wert ist, wenn man mit Wolle zu tun hat und wenn so viele Menschen da waren. Und es war am Anfang wirklich unfassbar voll. Hier habe ich ein Foto von der Schlange vom Einlass. Also ihr seht, es gibt wirklich genügend Menschen, die auch auf Wolle stehen. Aber nochmal kurz zurück zu Daniela. Die hat sich wirklich für alle möglichen Bereiche überlegt, wie kann sie da helfen? Wie kann sie die Anfahrt optimal beschreiben? Die hat im Vorfeld auf ihrem Facebook-Kanal ein Video gepostet, wo man dann sieht, wo man reinfahren muss. Die hat wirklich seit Wochen immer wieder gepostet, was es für Aussteller gibt. Ihre Goodiebag promoted, die hat innen drin in der Halle die Aufteilung, die ganze Organisation, die Ausschilderung, es war einfach wirklich perfekt. Also Daniela, vielen, vielen Dank, dass du mit so viel Herzblut und mit so viel Energie dieses Woll-Festival organisierst und organisiert hast. Und es ist wirklich eine, ja, es ist wirklich eine Meisterleistung. Es ist wirklich großartig. Und alle Leute, die da waren, können dir wirklich nur die Füße küssen, dass du so eine tolle Veranstaltung, so ein tolles Event für uns da organisiert hast. Also echt vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Die Aussteller, ich habe mit vielen gesprochen, waren auch alle sehr zufrieden. Also die sind auch alle ganz glücklich mit der neuen Location. Es gibt einfach mehr Platz dort. Und es war wirklich unfassbar voll. Also man hatte wirklich das Gefühl, nach diesen langen Zeiten der 35-Grad-Phasen waren jetzt alle wieder ein bisschen runtergekühlt und alle waren jetzt im Wollrausch und wollten neue Qualitäten, neue Farben, wollten ihre Wolldealer endlich mal kennenlernen. Für mich war das auch sehr schön, dort zu sein, weil ich eben ganz viele andere Blogger getroffen habe, denen ich folge, mit denen ich auch ab und zu mal vielleicht eine WhatsApp schreibe oder mich irgendwo austausche, die ich aber so natürlich auch nicht oft treffe. Ich habe also Marco von Strick mir was Marco getroffen, den kannte ich schon persönlich. Der hatte aber die Steffi mit, Frauen, Nadelgeklapper und mehr, die ich bisher auch nur von ihrem Blog kannte und die eine so umwerfend tolle Persönlichkeit ist. Also es hat mich so gefreut, die kennenzulernen. Die ist einfach lustig, die ist warmherzig, trotzdem hat die einen guten Humor
Und ja, eine umwerfende Frau. Wäre ich nicht verheiratet und wäre ich heterosexuell, ja, die käme absolut ins Frage. Hammer, Hammerfrau. Und die Iris habe ich kennengelernt, die Iris von Juli Mohn strickt wieder, von der ich euch schon die Tasche gezeigt habe. Auch die ist genau so, wie man sie von ihren Videos kennt, herzlich, direkt und klar in ihren Ansagen, aber auch ein ganz, ganz großes Herz und einen absoluten Klopper in puncto Wolle. Also auch die sagt, sie hat Wolle, um die nächsten drei Leben durchzustricken und trotzdem läuft sie rum und guckt, ob sie nicht noch irgendwas braucht, weil es ihr total gut gefällt. So sind wir halt und das ist auch so sympathisch. Ja, und wir haben zusammen irgendwie Käffchen getrunken und Pommes gegessen und es war einfach schön, sich mal zu sehen. Und dann kam noch die Elli um die Ecke von Verflixt und Zugenäht, die ich ja auch sehr schätze, die in ihrem Blog ja nicht nur stricken, sondern auch nähen, über Nähen erzählt und die auch durch ihren Blog eine für mich ganz liebenswerte und warmherzige Person ist und die dann um die Ecke kam und genau so auch war. Der einzige Unterschied war, fand ich, sie sah persönlich, privat nochmal 10 Jahre jünger aus. Die hat so ein, ja, die hat sich so ein junges Frau, so eine junge Frau bewahrt. Also die ist ja auch gestandene Mutter und wuppt ein ganzes Haushalt, einen ganzen Laden irgendwie und wirkt aber so begeisterungsfähig, jugendlich, toll. Also einfach ein ganz, ganz warmherziger Mensch. Mit den allen könnte ich sofort irgendwo in Urlaub fahren, Strickurlaub, 2 Wochen, einen ganzen Tag stricken und quatschen. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Wenn ihr deren Kanäle noch nicht kennen solltet, ich verlinke sie alle in der Infobox und alle sind sicherlich einen Blick wert. Besonders vielleicht aber auch das nächste Video von Frau Julimond, von Frau Nadelgeklapper und Herrn Strick mir was, denn wir hatten eben, ich muss mal kurz was trinken, entschuldigt. Wir hatten ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, so eine leichte Begegnung der dritten Art. Bei diesem Wollfestival. Ich versuche es mal relativ wertfrei zu sagen, zu erzählen. Es gab draußen Bierbänke, so Bierbank-Tischgarnituren, wie das immer so schön heißt. Also so einen Holztisch und jeweils auf jeder Seite eine Bank, sodass da 8 Personen eigentlich dran passen. Wir haben draußen gestanden und die anderen Bürger haben eine Rauchpause gemacht und ich hatte einen Kaffee geholt für die Iris und für mich. Und dann wollten wir uns kurz setzen. Und da gab es einen Tisch, da saßen drei Damen dran und da war noch ein bisschen anderes Strickzeug, lag da rum. Also die hatten sich da quasi so einen Tisch organisiert und dann waren aber gerade welche dabei, die hatten einen Ausflug gemacht und waren unterwegs und guckten gerade Wolle. Und dann habe ich mich gefragt, ob wir uns da hinsetzen könnten. Dann hieß es, nein, es sei reserviert. Die würden wiederkommen. Dann habe ich gesagt, naja, aber wir könnten uns ja vielleicht so lange da hinsetzen, bis die wiederkommen. Und das haben wir dann gemacht, durften wir auch, aber es war schon eher so nicht ganz so gern gesehen. Dann haben wir da eine Weile gesessen und dann ist es etwas eskaliert. Also Iris hat sich, ach so, nee, genau. Es gab einen Punkt vorher schon, den haben die anderen gar nicht mitbekommen. Da hat noch jemand gefragt, ob er sich da hinsetzen dürfe. Und da haben sie gesagt, nein, hier wäre reserviert. Dann sind die weitergegangen und dann haben sie diesen 2 Frauen noch so halblaut hinterhergerufen oder hinterhergesprochen, eher halblaut, damit die es halt nur so halb hören, wie man das ja so gerne macht. Da muss man halt früher kommen. Und ich finde ja immer alles, was so die Atmosphäre so vergiftet, so überflüssig. Ich finde, warum muss man das dann auch sagen? Also damit setzt man sich selber so ins Recht und ist dann so selbstgerecht, weil die anderen eben jetzt nicht um 10 Uhr sich einen Tisch organisiert haben und trotzdem aber vielleicht gerne da mal kurz sitzen wollen würden, um eben auch eine kurze Pause zu machen. Das habe ich dann auch kurz gesagt. Dann war natürlich die Stimmung etwas vergiftet. Und dann hat die Iris sich eine Zigarette angezündet und dann ist ein bisschen Asche auf ein Strickstück gekommen und dann sind die total ausgeflippt. Dann hieß es, wir seien ja unverschämt und was wir uns so erlauben würden, das wäre ihr Tisch und so. Und dann habe ich versucht, mit denen zu reden und habe gesagt, sorry, aber ich finde einfach, dieser Tisch hier gehört schon auch allen. Ihr habt den reserviert und klar, wenn eure Freunde zurückkommen, stehe ich auch sofort auf. Aber ich sehe nicht ein, warum jetzt hier die Plätze frei bleiben müssen, nur weil ihr hier sitzen wollt und zu dritt einen 8-Personen-Tisch besetzt und andere Leute müssen dann rumstehen. Wenn eure Freunde kommen, stehe ich sofort auf, wenn ihr den Platz haben wollt und dafür braucht, keine Frage. Aber in der Zeit kann man sich doch hier bitte mal kurz hinsetzen und einen Kaffee trinken. Man konnte mit denen aber gar nicht reden. Die waren also wirklich weiter auf ihrem unverschämt, unverschämt, unverschämt Trip und ich habe mich natürlich geärgert, sehr geärgert auch, mich gestern auch sehr aufgeregt. Ich habe trotzdem entschieden, dass heute hier
möglichst neutral zu erzählen, weil ich dann eben auch, dafür bin ich auch dankbar, wieder über Achtsamkeit nachgedacht habe. Und ein Grundprinzip von dem Kursen über Achtsamkeit ist ja, jeder hat Recht. Also in ihrer Welt haben die natürlich Recht. Die haben für sich irgendwie besprochen, die wollen diesen Tisch da ganz früh reservieren und wollen den ganzen Tag da sitzen und stricken und wollen das so als Base nehmen, damit da immer jemand losgehen kann und Wolle gucken und aber zurückkommen kann und die anderen bleiben halt da und passen auf die Sachen auf. Also eine sehr, sehr schöne Idee, kann ich auch absolut nachvollziehen. War auch ein schöner Tisch mit schönem Blick. Trotzdem finde ich, wenn man selber etwas hat und das auch im Überfluss, in dem Fall sind es ja freie Plätze, sollte man doch auch teilen. Also man sollte doch dann auch, zumindest solange man etwas zur Verfügung hat, bereit sein, das zu teilen. Also das hatte sowas von Handtuch-am-Pool-Mentalität in irgendwelchen Pauschalreisen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also ich habe noch nie eine Pauschalreise gemacht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das ist ja immer so dieses Gerücht, dass Urlauber und gerne auch die Deutschen morgens um 5 aufstehen, ein Handtuch auf die Poolliege schmeißen, dann wieder ins Bett gehen und dann aber wissen, sie haben sich ihre Poolliege reserviert. Ich finde das so anstrengend. Also alles, was immer so mit Abgrenzen zu tun hat und das ist meins und das ist deins und ich war früher da, ist so, ich weiß nicht, ist das deutsch? Ist das menschlich? Also ich fand es wirklich schade, weil eigentlich ist dieses Wollfestival ja ein ganz toller Ort, um auch ins Gespräch miteinander zu kommen, um andere Leute kennenzulernen. Gut, das wollten die nicht. Die wollten halt unter sich sein. Das war halt ihre Verabredung für dieses Fest und es ist ja auch legitim. Aber ja, also ich fand es schade. Ich hoffe, also ich glaube, die haben sich auch gestern noch sehr bei uns geärgert. Das tut mir dann auch leid. Ich möchte nicht, dass andere Leute sich über mich ärgern. Die werden es jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen, weil die, glaube ich, keine Videos gucken. Aber irgendwie würde ich am liebsten dann nochmal in Ruhe mit denen drüber reden, weil ich glaube, man hätte sich da auch irgendwie einigen können. Und eigentlich ist nichts passiert. Also ich habe niemandem einen Platz weggenommen. Die Asche hat kein Strickwerk zerstört und eigentlich ist nichts passiert, außer dass die den Plan hatten, dass das ihr Tisch ist und wir diesen Tisch in diesem öffentlichen Raum versucht haben, auch mal für 10 Minuten zu benutzen. Unsere Eintrittskarte hat genauso viel gekostet wie deren Eintrittskarte. Also so richtig das Problem habe ich nicht verstanden, aber es war, ja, es war echt ein unschönes Moment an diesem ganzen wundervollen Tag. Ich bin sehr gespannt, wie Iris, Frau Julimund strickt wieder, Frau Nadelgeklapper und der Marco das Ganze bewerten und erlebt haben. Die haben halt drumherum gestanden. Der Marco hat mich dann irgendwann da auch quasi weggezerrt und gesagt, komm, hör auf mit denen zu diskutieren, das macht keinen Sinn, du dringst da gar nicht durch. Das war auch richtig so. Danke dafür, Marco, nochmal. Und ja, das war das einzig unschöne Erlebnis. Gehört aber auch dazu, dann kann man natürlich auch die schönen Erlebnisse, wieder Achtsamkeitsgelaber, die schönen Erlebnisse noch mehr schätzen und ich habe den Tag wirklich so genossen. Ich war wirklich ja vorher in Kiel fast 10 Tage sehr beruflich eingebunden und habe mich schon auf der Rückfahrt gefreut. Endlich am Wochenende nur Wolle, wollbekloppte Menschen. Darauf freue ich mich total und freue ich mich sehr. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch eine ganz liebe Japanerin getroffen. Die hat mir diesen Maschenmarkierer geschenkt. Sehr, sehr süß, den werde ich in Ehren halten und benutzen. Ich weiß ihren Namen leider nicht, weil sie gesagt hat, wenn ich auf Instagram den Maschenmarkierer und das Video poste, dann kommentiert sie und erst dann erfahre ich ihren Namen. Aber dass sie hat einfach über mein Video, über mein Designers in Residence, hat sie den Kontakt zur Juri hergestellt und übersetzt jetzt für die Juri die japanischen Anleitungen von ihr ins Deutsche. Also auch eine super Gemeinschaft, eine super Idee, eine super... wie sagt man, ja, Zufälle, die zusammengekommen sind über diese Videowelt. Also auch das hat mich total gefreut und war sehr schön. Dann habe ich noch eine Frau getroffen, die mich auch sehr berührt hat, die auch einen Audio-Podcast hat. Ich werde mal gucken, ob ich den rausfinde und auch hier unten verlinke, die über Handarbeiten und Depressionen als gemeinschaftliche Themen bloggt. Das kann ich mir als Themenkombination sehr gut vorstellen. Ich habe durchaus auch Erfahrung mit Depressionen, nicht bei mir, bei anderen aber, und weiß, dass eigentlich etwas tun in irgendeiner Form immer das Beste ist, aber eben auch zugleich das Schwierigste. Wer depressiv ist, hat einfach keinerlei Motivation, der hängt einfach nur rum. Und man weiß, wirklich studientechnisch erwiesen, Bewegung ist das beste Mittel. Deswegen spazieren gehen, Sport machen, mit dem Hund rausgehen, ist das allerbeste Mittel. Aber dazu schafft man es eben kaum, sich aufzuraffen.
Und es fehlen natürlich auch Erfolgserlebnisse oder Ziele und Handarbeiten kann da ja wirklich helfen. Deswegen werde ich mir den Podcast sicherlich mal anhören und bin ganz gespannt, was sie dazu zu erzählen hat. Ich hoffe, ich finde den auch vorher noch im Netz, damit ich ihn in der Infobox verlinken kann. Ja, ich gucke noch mal kurz. Ach, und ja, noch was ganz Schönes. Ich habe die Melanie getroffen, die war auch ganz privat auf dem Wollfestival. Die Melanie ist eine von meinen lieben Teststrickerinnen und die hat das Tulipa-Tuch, was sie gestrickt hat, angehabt und das sah fantastisch aus, finde ich. Hier ist das Foto. Und ich war natürlich auch bärisch stolz, dass jemand mit meinem Tuch da über das Wollfestival gelaufen ist. Also das hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Melanie. Das war nicht bezahlt, das hast du privat gemacht und weil es dir gefallen hat. Und du hast super ausgesehen. Ja, wenn ihr noch nie auf einem Wollfestival wart, nächstes Jahr ist das Wollfestival ganz sicherlich wieder. Ich nehme auch ganz stark an, es wird wieder in Düsseldorf sein. Macht euch das ganz dick in euren Kalender, schreibt euch das rein. Das ist wirklich ein Event, das ich empfehlen kann, das Spaß macht. Die Daniela organisiert das so großartig und liebevoll. Da solltet ihr vorbeischauen. Nehmt euch ein Hotelzimmer in Düsseldorf, packt ein paar Freundinnen ein. Da kann man wirklich einen schönen Tag, einen schönen Abend verbringen. Und schwelgt dann einfach in Wolle. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute ist es jetzt wirklich ein langer Blogbeitrag geworden. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr immer noch kein Abo habt, wäre das jetzt die Gelegenheit. Und am besten auch gleich neben die Glocke auf die Glocke klicken. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, dass es ein neues Video von mir gibt. Und ansonsten wisst ihr ja, du entscheidest, was schön ist. Ciao und schönes Leben noch. Du entscheidest, was schön ist. Just do it.